Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Star Wars The Old Republic. Hallo! Der Black, ja. Auch noch da. Und, ja, genau. Haben wir noch jemanden? Nee, heute haben wir keinen mehr. Nein, heute sind wir ganz allein unterwegs, das ist eine neue Aufnahme. Und ich bin immer noch am Husten ein bisschen. Das war jetzt gerade Absicht, ich hab's rausgewirkt, sozusagen. Du musstest also, ja sogar deine Fiesta-Folgen unterbrechen, weil es so schlimm war, ne? Ja, das hat schon was zu heißen, extrem. Ne? Ja, ja. Dein Lieblingsprojekt. Also genau, ich war schon arg krank, dass ich da wirklich mal eine Pause einschieben musste, aber naja, gut, zählt ja nichts. Heute geht's hoffentlich etwas besser voran. Wir wollten ja eh heute von Tatooine verschwinden. Das sollte eigentlich relativ einfach sein, einfach mal starten. Stimmt. Ich bin schon mal im Schiff. Ich noch nicht, bin direkt in die falsche Richtung einmal gerannt. Okay, ja, das verwirrt. Genau. Du bist in die falsche Richtung gerannt. Jetzt läuft das zwar bei ihm alles schneller, weil er hat endlich seinen neuen Rechner, aber ja, deswegen kommt es trotzdem nicht weiter voran bei ihm. Warte mal, ich mach mal hier auf. Ich geh mal aufs Maul. Und dann mal ein bisschen. Wer will aufs Maul, hä? Was? Ich gehe aufs Mount, nicht aufs Maul. Ach so. Naja, ich bin schon da. Okay, schön. Im Laden. Ich wollte das letzte Mal ja bei dir mit, aber du wolltest es nicht. Ja, ist mir eigentlich egal. Das ist mir eigentlich egal. Nee, nee, aber ich habe ja sowieso, glaube ich, noch fertig. Auf meinem Schiff. Du hast auf deinem Schiff noch was fertig, genau. Deswegen kannst du auch bei dir mit. Du wolltest bei mir mit, ich habe dir aber gesagt, du solltest besser bei dir. Genau so in der Art war das. So, dieses komische muss ich hier Flussmittel noch, hauen wir mal hier rein. Mal ein bisschen was einstellen hier. Das wollte ich nicht. Okay. Das auch. Ja, ja, das habe ich ja alles schon eingestellt eigentlich, hoffentlich. Der Hut gehört hier dazu. Können wir auch erstmal raus tun, können wir später nochmal machen. Und ja, ich habe jetzt auch ein paar Gespräche. Insofern sind das mal Einzelgespräche, auch wenn wir eine Gruppe sind. Also mute ich mich direkt mal und der Dü kann halt weiter quatschen. Denn tschüss, Dü. Okay, tschüss. Ja, okay. Ja, Ladebildschirm dürfte auch eigentlich relativ schnell gehen, hoffentlich. Ich habe es gerade so noch hinbekommen, dass... Oh ja, ist schon fertig. Gerade so noch hinbekommen, das Spiel zu installieren. Und hier haben wir republikanisches Flottenkommando. Da haben wir doch gleich mal eine Quest. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Gut. Ich habe alles über euch gehört. Flugkommandant Rodin, Republiksmarine. Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten. Die imperiale Armada hat Besitztümer der Republik angegriffen, um uns dazu zu bringen, den Vertrag von Coruscant zu brechen. Je länger wir untätig rumsitzen, desto mehr Zeit wird das Imperium haben, seine Kräfte zu sammeln. Das mag sein, aber wenn wir den Vertrag jetzt brechen, wird die gesamte Galaxis sich gegen uns wenden. Flottenadmiral Numin hat die Gründung der Coruscant Aegis autorisiert. Eine Elite-Angriffsstaffel, die imperiale Offensive leise und schnell brechen soll. Wenn ihr interessiert seid... Ihr werdet mehr als qualifiziert, euch der Staffel anzuschließen. Mal sehen, was genau wird denn gebraucht? Ausgezeichnet, Jedi. Als Verteidiger der Republik wird euer Codename Schild sein. Jedes Mitglied der Coruscant Aegis wird unabhängig von den anderen überall in der Galaxis zuschlagen. Ich werde die Missionsdaten an euer Schiff übertragen. Bringt die imperiale Bedrohung zum Schweigen und schützt die Republik. Okay. So, was müssen wir jetzt noch machen hier? Einmal müssen wir jetzt im Holoterminal und einmal müssen wir es hier nochmal ansprechen. Ja, waren die ganzen Raumkampfmissionen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, jetzt hier alles anzunehmen, weil das ja auch nur den Questlog vollhaut. Aber erstmal Holoterminal. General. Ich habe den Prototyp der Schocktrommel für euch sichergestellt. Ihr müsst nur ein Bergungsteam losschicken und den abholen, zusammen mit Seismologin Harrin und Meisterin Kiwix. Das ist ja wunderbar. Ich habe mir überlegt, die Schocktrommel zum Bombenabwurf aus der Luft umzubauen. Immer mit der Ruhe, Doktor. Ich schicke sofort einen Transporter nach Tatooine. Ich habe gerade eine überraschende Meldung von einem meiner Kreuzer erhalten. Ein reinblütiger Sith-Lord namens Parven hat sich freiwillig ergeben. Er hat euren Namen erwähnt. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Er sagt, er möchte sich unserer Seite anschließen. Aber die Sith lügen doch, wenn sie den Mund aufmachen. Wenn es ein Trick ist, wird es ihm noch leid tun. Ich sage meinen Leuten, sie sollen den Sith dem Hohen Rat der Jedi übergeben. Da werden sie schon wissen, was zu tun ist.
Jetzt wollen wir hoffen, dass eure Mission auf Alderaan genauso viel Erfolg hat. Ja, ich wollte schon sagen, dass es mir hier nicht lädt oder sowas. Okay, Planetenauszeichnung. Habe ich da zu wenig? Hä? Ich habe doch eigentlich alles voll damit eigentlich, oder? Doch, ja, wurde mir aber gerade... Achso, eine 1 von 100 hätte ich dann bekommen wahrscheinlich gerade, okay. Okay, so, wo muss es denn hin jetzt? Oh, mal schauen. Oh. Ja. Ganz toll, unsichtbar, ne? Okay, ja, ihr habt ja das sicherlich auch gerade in dem Video, könnt ihr ja mal kurz nochmal zurückspulen, aber habt da eine ganz schöne Aussicht gesehen. Genau, die meine ich hier. Naja, okay, lass mal schauen. Dum-dum-dum. Gildenkuh-Fenster, Spielmenü, Vermächtnis, Festungen, Missionslogbuch, genau, da wollte ich hin. Tatooine. Dum-dum-dum. Persönliche Mission. Weltraum nach Shadar. Priorität Taris. Tatooine. Bin ich wieder auf Tatooine? Nee, ne? Eroberung. Hier war ich glaube ich auch noch nie gewesen, oder? Alderaan erobert von Tidal Guards of Alderaan. Charkel Sword. Okay. So. Gut, ich schaue einfach mal, wo ich mit meinem Schiff hinfliegen kann. Das wird mir bestimmt angezeigt werden, hoffentlich. Das wäre natürlich gut. So, das wären hier die Kernwelten. Hätten wir hier Helden plus 2 auf Tatooine wieder. Na, Shadar. Taris waren wir auch schon gewesen. Kommen wir dann der republikanische... Wobei, wir wollten eigentlich erstmal auf die republikanische Flotte eigentlich, genau. Stimmt, um uns da mal auszustatten. Wir wollen mal schauen, wo die republikanische Flotte ist. Das sind die ganzen Raumschlachten hier. Corellia, Manaan, Balmora, Alderaan, Coruscant, Tython, Ord Mantell. Ah, da haben wir die republikanische Flotte. Wunderbar. War das letzte gewesen, ne? Hm. Jo, okay, jetzt reisen. Auf geht's. Und da sind wir schon da. Mal runter mit uns. Sollte ich wohl vielleicht mal bei dem Black machen, wenn er mir mal wieder auf den Geist geht. Dup-dudum. Täglich vereint stehen wir. Okay. Wir haben scheinbar noch ein paar Gruppen-Flashpoints, haben wir scheinbar noch. Durch? Nein. Alles gut. Also ich bin jetzt erstmal auf der republikanischen Flotte gelandet. Ich weiß jetzt allerdings, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, ich komme jetzt ja auch nach. Also keine Sorge, ich bin noch etwas... Okay, also ich weiß jetzt nicht, wo... Ich habe auch schon mal ein Missionslogbuch geschaut. Ich weiß nicht, wo müsste ich denn jetzt hin? Also nee, achso, klasse. Achso, nach Alderaan. Wäre das dann... Ja, nee, genau, wir müssen erstmal nach Alderaan, aber bleib ruhig erstmal auf der Flotte. Bleib ruhig erstmal auf der Flotte. Alles gut. Wir wollen uns ja eh erstmal ausrüsten. Das... Genau. Entschuldigung, Leute. Wird... auf jeden Fall eine der wichtigeren Optionen sein, die wir jetzt vorhaben und naja, muss ja auch sein. So. Okay. Bin wohl auch da. Ein paar Festungsquesten habe ich noch, aber... So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich denn hier gut ausbilde. Festungsquesten, hä? Ja, ne, achso, die hast du ja dann nicht mehr, ne, weil du ja... Also hier steht hier, kaufe eine Festung und so weiter. Ach so. Ja. Ja, nee, die durfte ich nicht haben. Wie genau, sieht es mit deiner gekauften Festung aus? Wurde die immer ein bisschen mehr ausgestattet, oder? Im Moment nicht. Wie gesagt, ich mache ja momentan selber nicht viel, aber ich arbeite dran. Also, dauert das halt seine Zeit. Ja, natürlich. Vielleicht, wenn du Glück hast, mal über Weihnachten, aber glaube ich auch noch nicht so dran.
Ja, genau, wenn es passt. Momentan bin ich ja halt wirklich mit so vielen Projekten, die ich da momentan habe, voll ausgebucht, dass ich zum privaten Spielen zum einen gar nicht mehr richtig komme. Entsprechend kann ich auch fürs Private spielen, weil ich die auch diese Festung ja auch fürs Private dann nutzen kann, für die anderen Chars. Und naja, momentan geht's halt nicht. Schade, Ah, schade, schade, Mist. schade. Muss mal kurz hier nochmal was einstellen. Und das will. Also ihr hört jetzt mal kurz keinen Sound. Warum will das nicht? Jetzt Was will ist. denn nicht? Okay, ich hoffe ihr. Ja, ich hab nämlich nebenbei noch Skype laufen und ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt mit aufnimmt für Apps. Da sind nämlich immer Leute online gekommen. Oder ab und zu mal, wo man das pingt ja in den Vordergrund. Du musst Skype auf abwesend stellen, nee, als auf beschäftigt stellen, dann kriegst du keine Nachrichten. Achso, dann bekommen wir keine Nachrichten, okay. Na gut, aber wie gesagt, ist ja bisher alles noch relativ provisorisch. Okay, gut, gehen wir mal hier zum Jedi-Ritter-Ausbilder. Was haben wir denn hier? Klingensturm. Haben wir den So. Sturmhieb, haben wir den? Wo ist er denn? Ach ja, da unten habe ich auch noch Festungsquests. Ach nee, das sind deine. Okay. So, du bist unten beim Jedi-Ritter-Ausbilder. Ich komme mal einfach mal hingeflogen. Das von Viech. Ja. Ja, wie gesagt, Leute, ihr wolltet ja natürlich schon immer mal im Real Life sehen. Dein Vater habt ihr ja auf Nashadar kennengelernt. Und das hier, das ist Dü. Das hier ist eindeutig Dü. Also auf meinem Willst du Kanal mich könnt ihr ärgern? sehen. Auf meinem Kanal könnt ihr sehen, der Dü kann es leider nicht. Ich fliege hier mal weg, damit er sich selber nicht im Spiegel sieht. Ich glaube, du willst mich ärgern. Nö, ich würde dich niemals tun. Na doch. So, ich gucke jetzt mal Händler, 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 Händler. Händler haben wir da viele. Das sind die Crew-Fähigkeiten, die will ich nicht. Die normale Händler, die sind hier oben, genau. Okay, hätten wir PvP-Gegenstände. Aha, das ist auch in der Richtung, okay. Und hier unten hätten wir die Flottenauszeichnungen. Können ja erstmal per Inventar gucken, Mache ich Währung, was sowieso haben wir eigentlich denn, wie gar nicht den viel? Skill hier, oder? Ja. Kriegsgebiet-Auszeichnungen sind wir voll. Also muss ich mal da mal gucken, ob ich da irgendwas bekomme. Flottenauszeichnungen noch nicht ganz so. Mal schauen. So, also. Hier, du. Was hast du? Bardium-Flussmittel. Ein Handwerksmaterial des 7. Grad. Das kann ich jetzt kaufen. Na toll, das nützt mir jetzt gerade nichts. Ein mittlerer verzierter Kreditkasten und Planetenauszeichnung wie ein Achso, Wilder. da habe ich auch, genau, da muss ich auch mal hin. Und eine Tresorkiste. Kann beim Schmottenhelfer gegen Handwerksmaterial eingetauscht werden. Erstmal wieder die PvP-Missionen annehmen. Ich hatte übrigens auch ganz viele Raumkampfmissionen gehabt, irgendwie. Keine Ahnung, auf meinem Schiff. Ist ja lustig. Ah ja, ich kann ja auch gleich mit annehmen, genau. Erstmal Richtig geil, zapp, 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 machen wir das Zoom. gleich mit. So, ich guck Ja, mal bei dem hier. Bambi. Ne, das ist er nicht. Mann, Dulanis Gefährte steht im Weg, wie immer. So, das Flussmittel, okay, Die hier Blinden war da nichts draußen. weiter. Bei dem wollte ich gucken. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Da hätten Was wir immer ihr ein braucht, wir Blastergewehr. haben es. Nee, das ist auch nicht gut. Repartiergewehr auch Alles. nicht. Wachtpostenwerfer, Spares. das ist auch nichts, was mich ungefähr fängt jetzt interessieren würde. Das heißt, ich gehe mal unten zu den Planetenauszeichnungen und kaufe eventuell Planetenauszeichnungen hier nach. So mache ich das. So. Und zwar Planetenauszeichnungen. Wo ist denn? Ausrüstung, Schalan. Was sind das für? Hallo, wo sind denn? Müssten da auch irgendwo sein? Bin da nicht doof. Ordnantel, Tyton, achso, hier. Coruscant, klar, die hatten wir. Von der Seite aus. Taris, Fehlen uns waren da wieder wir. ein paar Narkadar, Level hier waren irgendwie. wir. Tatooine, Alderaan. Wir könnten mal bei Crash gucken. Crash würde dann wahrscheinlich der nächsthöhere Planet sein, wo es dann hingeht. Nach Alderaan. Ja, okay. Aber es könnte ja sein, dass wir schon ein bisschen höher sind vom Level her, deswegen gucken wir gleich bei Quest, ob wir da vielleicht das Zeug anziehen können. Entsprechend gut sind wir dann natürlich wieder ausgestattet dann. Also bei mir sieht's irgendwie so aus, dass mir scheinbar ein, zwei Level fehlen, damit ich mal wieder was Besseres anziehen kann vom Lichtschwert her. Guck mal hier. Viel Glück da draußen. Guck mal zu mir mit. Da müsste ja was sein.
eigentlich. Ja, genau. So, wo bist du denn? So. Mal auf der Karte finden. Ah, da. Na, schade, das war eins zu viel. Und dann gehen wir hier ran und ich würde sagen, die Ausrüstung, das ganze Zeug machen wir alles offscreen, wie das letzte Mal, weil das wird halt doch ein bisschen länger dauern und ein, zwei Folgen wollen wir hier nicht unbedingt noch verbringen. Einverstanden, genau. Du? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, da sind wir frisch ausgestattet. Bis dann, tschüss. Okay, kann ich waven.